La 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 la. La 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 Juwood Productions. Massive Development. Cross Engine. Und damit Licht und herzlich willkommen bei Aquanox 2 Revelation. Ich bin der Hyde und ich starte dieses Projekt nochmal neu, damit es ein 100% Run wird oder ein 100% Gameplay. Deswegen steht das jetzt auch in den Titel mit den 100%. Ja, wie gesagt, fang nochmal neu an. Hab die alten Videos runtergehauen. Und, ja. Und wir fangen sofort an. Also erstmal zu kurz. Was ist das Spiel? Das ist ein U-Boot-Spiel. Man fliegt mit einem U-Boot, Ego-Shooter-mäßig, durchs Meer und schießt andere U-Boote ab oder andere Panzer. Naja, nicht andere Panzer, sondern Panzer halt und große Fregatten und große Gegner. Wir spielen den jungen William Drake, der auf der Suche nach Abenteuern ist. Oder war, oder wie auch immer. Es gibt viele Geschichten aus dem Land ohne Himmel, und es war, als ob meine Großmutter sie alle gekannt hatte. Großmutter Drake erzählte mir, dass in einem solchen Land kein Stern der Hoffnung scheinen könne, keine Sonne des Lebens und kein Mond der Liebe. Es sei denn, die Menschen selbst würden zum Licht in der Dunkelheit. Eine Geschichte konnte ich als Kind gar nicht oft genug hören. Es war die heldenhafte Geschichte eines sehr klugen Mannes, der in den von Katastrophen heimgesuchten Zeiten der Ozeanisierung lebte, als die Menschheit ihr zerstörtes Zuhause verlassen musste, um in den Meeren ein finsteres und qualvolles Dasein zu fristen. Dieser Mann, ein gewisser MacGregor, war ein Wissenschaftler und Erforscher der Tiefsee, aber auch einer der letzten Propheten dieses Planeten, der die Grenzen des Geistes nach letzten unheimlichen Wahrheiten erkundete. Ich stellte mir immer wieder gerne vor, dass jener Mann ein Vorfahre meiner eigenen Familie gewesen war. Alles begann damit, dass er im 22. Jahrhundert unserer Zeitrechnung am Strand von Nordschottland einen rätselhaften Fund machte. Ein handtellergroßes Geschöpf mit dem Aussehen eines Pfeilschwanzkrebses. Der Wissenschaftler nahm das Geschöpf mit in eines seiner Laboratorien, um es zu untersuchen. Was er dabei herausfand, war so unsagbar fürchterlich, dass es ihn anscheinend wahnsinnig vor Angst und Sorge machte. Er und sein Mitarbeiterstab versuchten es zu verbrennen, aber es brannte nicht. Sie versuchten es mit einem großen Hammer zu zerschmettern, aber es widersetzte sich. Natürlich bedrängte ich meine Großmutter wieder und wieder, mir zu erzählen, was denn nun das Fürchterliche an jenem Ding war, woraufhin sie ihre Stimme senkte und flüsterte: Es war aus Fleisch, Gold und einem schwarzen Metall gemacht, das es auf der Erde gar nicht geben dürfte. Und es konnte sich vermehren. Wehe dem Mann, der diese Geschöpfe finden wird. Wehe ihm, denn es wäre nach der Sage sein Verderben. Die Vorstellung, dass dieses Ding in den Weiten der Meere lauerte und sich vermehrte, verschaffte mir zahllose Nächte voller Albträume. In meinen Tagträumen sah ich mich als heldenhafter Forscher, der eine Art Geheimwaffe gegen diese schauderlichen Geschöpfe entwickelte, um sie damit für immer zu besiegen. Ein einziger Mensch könne mit seinem Geist die Welt verändern, sagte Großmutter dazu, ob im Guten oder im Schlechten. Und es läge bei jedem selbst, diese Wahl zu treffen. Ein einziger Mensch kann in der Mehrheit sein, wenn das Recht auf seiner Seite ist. Jener Wissenschaftler besann sich auf andere Arbeiten und entwickelte die Grundlagen der gesamten U-Boot-Technologie kommender Jahrhunderte. Ohne ihn hätte es vielleicht gar keinen Fortschritt des menschlichen Lebens in die Ozeane gegeben. Ich hatte Angst vor den schwarzen Wassern des Ozeans, aber ich sehnte mich auch danach, dieser Trostlosigkeit zu trotzen, um ähnlich wie jener Wissenschaftler Dinge zu entdecken und Abenteuer zu erleben. Genauso wie die tapferen Söldner, von deren irrwitzigen Heldentaten Großmutter zu berichten, nicht müde wurde. Ich war 9 Jahre alt, als uns die Nachricht vom Tod meiner Mutter erreichte. Damals leitete sie das Familiengeschäft Drake Enterprises, das als Transportunternehmen eine stolze Flotte von Frachtschiffen vorweisen konnte. Piraten enterten ihr Schiff bei Cap Horn. Ihr Leichnam wurde nie gefunden. Mein Vater Alonso Drake, ein Geborener de Granada, war seit dem Tod meiner Mutter ein Mann mit gebrochenem Herzen, der uns 3 Jahre später ohne eine Abschiedsnachricht verließ, um in den Weiten der Weltmeere sein Glück zu machen.
Ich konnte nie verstehen, warum er seinen einzigen Sohn und das Geschäft im Stich gelassen hatte. Großmutter behauptete, er sei zusammen mit seinem Bruder verschwunden, einem ebensolchen Glücksritter. Aber ich befürchtete, sein rastloses Blut geerbt zu haben, denn ich begann mich immer mehr nach den Abenteuern der Ozeane Aquas zu sehen. Meine Großmutter nannte ihn nur noch einen Abenteurer ohne Verantwortungsgefühl, der den Fußstapfen eines Engels auf dem Meeresgrunde folgte, was ihre poetische Umschreibung für den nackten Wahnsinn war. Sie übernahm das Geschäft, das bereits in den letzten Zügen lag. Die Aufträge blieben aus, Finanzpartner zogen sich zurück und das Schicksal der Drake Enterprises war besiegelt. Ich wurde erwachsen und arbeitete als Pilot des letzten noch verbliebenen Frachters, der Harvester. Meine Albträume verschwanden allmählich, die Tagträumereien von einem Leben als Abenteurer jedoch waren mir geblieben. Wir konnten unseren kostspieligen Wohnsitz in Neopolis nicht mehr halten und es verschlug meine Großmutter und mich in den Pazifik, in die gefährlichen und unsicheren Gewässer der nördlichen Tornadozone, wo ich die verstreuten Stationen und Habitate mit chemosynthetischem Eiweiß und anderen Nahrungsmitteln belieferte. Nach dem Tode meiner Großmutter beschloss ich, William Drake, ebenso der Spur des Engels durch die Ozeane zu folgen, der Rastlosigkeit meines Vaters nacheifernd. Ich beschloss, der Held meiner eigenen Geschichte zu werden. Ein Mensch, der versuchte, einen Teil der Welt zu verändern und der den Geheimnissen Aquas wie jener Wissenschaftler auf den Grund gehen wollte. Und noch etwas hatte mich meine Großmutter gelehrt. Es sind die Dinge hinter den Dingen, welche die Wirklichkeit ausmachen. Dein Standort darf nie zu nahe an dem Geschehen sein. Den ganzen Berg siehst du nur aus der Ferne. Ich wollte kämpfen, wie die Söldner aus den Geschichten meiner Großmutter. Vielleicht würde ich eines Tages vor den Mördern meiner Mutter stehen. Vielleicht könnte ich dieser elenden Welt ohne Himmel ein wenig Licht spenden und in ihr ein wenig Hoffnung finden. Aber vielleicht war ich ja auch nur ein harmloser kleiner Bengel, der, wie meine Großmutter immer behauptete, ohne Grund mutig und ohne Verstand zuversichtlich war. Ein Fisch ohne Flossen. Ein bedauernswert junger Mann ohne festen Stand, auf dem Weg ins sichere Verderben. Harvester, Frachter der Drake Enterprises. Hey! Hey! Verdammt! Das ist ein internationales SOS! Ich habe hier doch ein Schiff auf meinem Scanner! Meldet euch! Hier ist die Bantha 7! Hallo! Bantha 7? Hören Sie mich? Ich habe hier Notsignalempfang! Mein Name ist William Drake. Hier ist Captain Hank Bellows. Mir ist die verfluchte Bilge vollgelaufen. Die Stabilisationskammern meines Bootes fallen aus. Ich habe keinen Auftrieb mehr. Egal, wem ich den Hintern küssen muss. Lange halten ich und meine Familie nicht mehr durch. Keine Panik, Senior Bellows. Ich helfe Ihnen. Nenn mich Hank, das spart Zeit. Wo bist du? Westlich von Ihnen, Hank. Aber wir haben einige ziemlich üble Kampfverwerfungen hier. Ich kann nicht drüber weg. Ich gebe deinem Bordcomputer meine Daten durch. Du musst wahrscheinlich durch den Canyon. Ich wollte doch nur eine Abkürzung finden, weil der Pazifik hier vor Piraten nur so wimmelt. Jetzt sitzen wir hier fest. Du kannst uns abschleppen, Drake. Ich komme mit dem Frachter nicht durch den Canyon durch. Hast du keinen Scout oder sowas? Beeil dich doch. Gut, ich werde mit meinem Boot zu Ihnen kommen, Hank. Zuerst muss ich aber den Frachter abschotten wegen der Piraten. Scheiße, Mann! Dazu ist keine Zeit mehr! Meine kleine Tochter ist schon ohnmächtig! Wenn du schon solche Angst hast, dann nimm eben das Wertvollste mit! Aber beeil dich, Compadre! Sonst gehen wir drauf! Bin unterwegs, Hank! Halten Sie durch! Ich folge Ihren Wegbeschreibungen! Schließen Sie Ihre Familie an die Atmungssysteme Ihrer Smartsuits an! Mach! Mach! Schnell! Mach! Mach! Schnell! Ja, ich komme erst, Senior Bellows! Jo, das ist unser Schiff! Hier ist gerade noch nichts los. Und wir starten unsere erste Mission. Wir steigen in unseren kleinen Scout. Die Salty Dog, nicht Naughty Dog. Salty Dog. So, erstmal Mission, Notruf, Aufgabe, Notruf von Hank Bellows verfolgen, Navigationspunkte abfahren, den Canyon durchsteuern. Hätte ich jetzt auch im Ladebildschirm lesen können, aber... Auf dem Ladebildschirm finde ich es nicht gerade leserlich. Das ist hier durch diese Lichteffekte und so, bla. Da kommen wir jetzt aus den Schotten. Das ist unser Salty Dog, unser kleiner Piss-Scout. Das ist ein Spiel von 2003. SOS! Uns geht's hier wirklich dreckig! Ja, komm ja schon.
ja, halt wie ein Ego-Shooter, nur in den U-Boot. Und ich muss mal kurz die Maus wechseln, sonst kann ich nicht steuern. Ja, die Lasermaus ist einfach zu empfindlich für dieses Spiel oder eine Lasermaus an sich. Zumindest bei mir. Wir sind zu weit oben. Wir haben hier Strömungen. Können wir ein bisschen schneller durchströmen. Können wir ein bisschen schießen. Das ist unsere Vendetta, unsere erste Waffe. Die macht kinetischen Schaden. Da haben wir auch schon den ersten Schrott, den wir abschießen können. Wir haben einen Höhenbruch, beeil dich, Mann! Beeil mich ja schon, Signor Bellows. Beeil mich ja schon. Wo fahren wir? Rechts, links, links, rechts. Wir gehen längs. Ist eigentlich scheißegal, wo ich jetzt lang geflogen oder... Wir schwimmen. Wir sind in den U-Boot. Wir schwimmen. Wir könnten höchstens noch schweben, aber... Oder gleiten, nee, nicht schweben. Gleiten, gleiten. Wir gleiten durchs Wasser. Die Mucke bleibt einfach nur geil. Und gleich sind wir da. Aber hier scheint nichts zu sein. Es ist eine Sackgasse. Er hat uns verarscht. Yeeha! Reingefallen, Landratte! Und jetzt schnapp ich dich! Hey, hab wohl noch ein bisschen zu viel gesoffen. Ich verpiss mich lieber. Scheiße. Nein, der kommt uns. Wie kann das nur passieren? Man kann ihn nicht töten. Man verliert sowieso. Mission fehlgeschlagen. Aber wir kriegen eine neue. Zurück zum Navigationspunkt. Unser Kahn. Er ist nicht abgeschlossen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, hoffentlich kommen keine bösen Menschen und klauen uns jetzt unseren Frachter. Frachter Drake Enterprises scheint leer zu sein. Oh nein! Ned, wie gesagt, dieser Frachter muss es sein. Ihr Schweine, lasst den Frachter! Nicht glauben, ganz verlassen. Das ist ja zu einfach. Mann, soll endlich Angst auf ihn zu. Eiskipper, schon dabei. Shit. Spiel. Beeilung, Leute! Kommt schon rein! Wir haben neues Zuhause! Ihr Schweine, das ist mein Kahn! Geht da raus! Eigentlich total vorhersehbar gewesen. Ich hab nur mal ein bisschen schlecht geschauspielert, als ob ich es nicht wüsste. Ich hab's ja schon gespielt. Diese Mission mache ich ja zum dritten Mal oder den Anfang. Ich hab zwar schon. Ich habe vorhin die zweite Folge fertig gedreht oder fertig aufgezeichnet. Und jetzt war ich die erste Folge, weil ich aus Versehen die erste Folge gelöscht hatte. Beziehungsweise das Rohmaterial. Die Audiospur hatte ich schon fertig bearbeitet und dann habe ich die Videospur gelöscht, bevor ich die encodiert hatte. Und ja, deswegen muss ich den Scheiß jetzt nochmal machen. Da, das ist unser Harvester. Oder das war unser Harvester. Weil jetzt gehört sie uns nicht mehr so wirklich. Damit drücken wir Escape. Drücken Autopilot aktivieren oder wir warten, bis hier der Autopilot aktiviert Knopf hervorscheint. Und jetzt geht's wieder ins Dock. Und mach die Schotten dicht! Ja, das ist das Missionsbriefingsfenster. Briefing, warum sage ich Briefing? Irgendwas. Missionsfenster dann. Das Missionserledigtfenster oder Beutefenster, bla. Ja. Hank Bellows ist entkommen. Wir konnten ihn nicht töten. Wir haben keine Beute. Wir haben gar nichts. Warum sollten wir auch was kriegen? Wir haben es ja verkackt, im Prinzip. Harvester. Frachter der Drake Enterprises.
So, jetzt sind hier mehrere Räume, werden uns angezeigt. Jetzt stehen hier auch Leutchen rum. Der Müllschleuse ist einer. Im Mannschaftsraum A ist einer. Und es gibt keinen Mannschaftsraum B. Ist ja auch so logisch. Und das ist Amitab, der Neuskipper. Was willst du, Mart? Vielleicht eine Antwort? Falscher Ort, falsche Zeit. Jedenfalls für dich, Mart. Ja, danke für das Gespräch. Du hast gerade meinen Kahn geentert, aber... Scheiß drauf. Und... Ich sag's jetzt schon mal, der Kahn ist jetzt voller Promis. Hey, da ist ja Captain Cool persönlich. Schrecken der Meere. Bist du ein Angeber oder ein Abgeber? Was? Was bin ich? Na, ein Händler oder ein Verlierer? Warte. Lass mich raten. Beim Schulausflug verloren gegangen? Ich bin einem SOS gefolgt. Hier? Ich klär dich mal auf, Landratte. Wer es schafft, in dieser Gegend noch ein SOS abzusetzen, kann nur ein Pirat sein. So geht das. Das ist Hank Bellows Revierquappenhirn. Wir haben nur die Gelegenheit genutzt und dich geentert. Was um alles in der Welt wollt ihr? All dein Gold. Ich hab kein Gold. Mein Name ist William Drake. Ihr seid Bellows Leute? Wir? Verdammt, Bellows ist ein Creep, Mann. Wir sind Schiffbrüchige und du bist unser Retter. Der keine andere Wahl hat. So ist das nun mal im Retterbusiness. So geht das, Mann. Rette einem Arsch das Leben und als Dank furzt er dir ins Gesicht. Habt ihr ihn erkannt? Diese markante Stimme? Sein markantes Aussehen ist es, Chris Tucker. Und wir selbst sind so eine Art Ashton Kutcher-Verschnitt. Ja. Wo wolltest du eigentlich mit deinem Frachter hin? Meine Familie ist tot. Ich wollte einfach nur mal was von der Welt sehen. Na prima, ich gebe dir einen Tipp. Mit geschlossenen Augen wird das ziemlich schwierig werden. Nettes Gespräch. Auch irgendeine Schauspielerin. Komm auch nicht drauf. Ich weiß, von irgendeinem Film kenne ich dieses Gesicht. Was willst du, Süßer? Reden. Lass uns reden, wenn ich ausgeschlafen bin. Wir sind alle am Ende. Ja, schlaf dich aus. Schönes Kind, schlaf dich aus. Ah! Das verfluchte Licht! Entschuldige. Verschwende! Verschwinde ja schon, Animal. AKA Edward mit den scheren Händen oder Secure Frontmann, wie hieß er nochmal, scheiße. Weiß ich nicht mehr. Und noch ein Promi. Du hast ein gutes Herz, Junge, aber eine weiche Birne. Das SOS hätte dein Leben kosten können. Dieser Pirat war aber nicht besonders fit. Ja, solange Bellows säuft, ist er nicht schlimmer als eine Seeanemone. Aber wenn er nüchtern ist, pass auf. Habt ihr ihn erkannt? Diesen Blick nimmt die Brille weg und er kennt ihn. Es ist Nicolas Cage. Warum blinken das so komisch? Wusste ich gar nicht. Das kann ich verschieben. Das wusste ich nicht. Das ist mir vollkommen neu. Lol. LOL. Ehrlich, das kannte ich noch nicht. Dich ja witzig. Da habe ich doch glatt was gefunden, was ich noch nicht kannte. So, wir müssen öfters mal in den Räumen mehrmals nachgucken, um kein Gespräch zu verpassen. Und da haben wir nett. Wollen wir mal ein nettes Gespräch mit ihm führen?
Was willst du? Wie wär's mit einer Erklärung? Was machen Sie hier? Warum haben Sie mich geentert? Warum? Keine Alternativen. Ja, es ist... Es ist Vincent Raven mit komischen Akzent. Walmart Vince, der sieht nicht so aus wie Vincent Raven. Manchmal erzählt auch so einen Scheiß. Ich möchte wissen, wo ihr hinwollt. Dem Bowsprit nach, Mann! Immer Amitabs Nase folgen! Und wohin führt die uns? Hoffentlich nach Atacama City. Dort warten Lindy, Mary und Juanita auf mich, Mann. Das ist natural, cool. Dort ist das Wasser am dicksten. Das Leben, Daddy-O. In jedem Hafen mindestens 3 Bräute, Mann. Was wird aus mir? Pass auf. Das hier ist die Tornado-Zone, Mann. Amitab wird sich bei Iron Kings Leuten einschleimen. So läuft das. Eine Hand wäscht die andere. Ein Tipp. Zeig dem Alten, dass du Cojones hast. Eier, Mann. Amitab sieht gerne, wenn eine Sprotte wie du sich beweist. Sei natural. Kooperativ. Was in aller Welt soll ich denn beweisen? Dass du Feuer im Rohr hast, Buddy. Hab gehört, bei Lima 2 machen ein paar Terror-Touris Stress. Die klauen zu Hause irgendwelche Boote und machen Putz. Eine gute Gelegenheit zu zeigen, was du drauf hast. So geht das, Mann. Ich bin dabei. Du bist dabei, ich bin dabei, du bist dabei, ich bin dabei, du bist dabei, ich bin dabei. Und er redet genauso viel Scheiße wie Chris Tucker in seinen Filmen. Mit deutscher Synchronisation. Ist ja auch seine Synchronstimme. Schau an. Ni Hao, Captain. Du kommst aus dem Shogunat? Ja, dort werde ich gesucht. Ich habe nicht im Takt getanzt. Werdet ihr mich umbringen? Du hast ein paar gesunde Hände. Wenn du dich nützlich machst, passiert dir nichts. Ein schönes Kind aus dem japanisch-russischen Shogunat. Ja, die Welt von Aquanox ist in 4 Zonen unterteilt. Ein bisschen Lore hier. In 4 Zonen. Das japanisch-russische Shogunat, was den asiatischen Raum einnimmt. Dann gibt es noch die Clans-Union, was den orientalischen Raum einnimmt, also Persien, Arabien, ein bisschen Afrika. Dann gibt's noch Neopolis, ich glaube, das liegt in Europa. Und dann halt noch die Tornado-Zone, was Südamerika denn ist, wo wir uns gerade aufhalten, tun. Und mehr Gespräche hier bitte. Die Crew ist müde und verzweifelt. Wenn dir Stony droht, achte einfach nicht auf ihn. Das sagt sich so leicht. Das Einzige, was du an ihm fürchten musst, ist seine große Schnauze. Ja. Super Gespräch. Du solltest dich mal waschen. Du hast da irgendwie was im Gesicht. So Streifen. Na, bist Mechaniker. Weiß ich ja schon. Ist der Mechaniker hier? Fenster auf, Fenster zu, Fenster auf, Fenster zu, Fenster auf, Fenster zu. Mart auf der Brücke, jetzt kannst du beweisen, ob du eine Harpune in der Hose hast. Aber wieso? Ich hab's nicht nötig, was zu beweisen. Was du nötig hast, bestimme ich. Sag mir, was macht eine Quappe wie du alleine auf so einem Frachter? Ist der Kahn nicht ein wenig zu groß für dich? Es ist der letzte Frachter meiner Familie. Er hat automatische Beladungs- und Löschsysteme. Blödsinn! Du hast keine Fracht an Bord. Was also machst du? Na schön, wollte eben mal was von der Welt sehen. Klein Willy will die Welt sehen, aber die Welt macht ihn bluten. Dort drüben terrorisieren ein paar besoffene, vollgedröhnte Neopolis-Terror-Touristenpfeifen Lima 2. Schlage vor, du bläst denen mal ordentlich die Rohre frei und hilfst ihnen beim Abtackeln. Okay, gut. Warum nicht? Wie sieht die Alternative aus? Stahlblank und scharf wie mein Messer, Junge. Und komm nicht auf die Idee, hier abzuhauen. Ich weiß nicht warum, aber Ned will, dass du bei uns bleibst. Also los, blow the man down. Stony wedelt vor Freude schon mit dem Schwanz. Ei, Skipper. Wir erweisen den Leuten hier einen Dienst, indem wir Parasiten verscheuchen. Und du erweist mir einen Dienst, wenn du da rausgehst und feuerst.
Ach, und noch was, Mann. Die Zone spuckt immer wieder was Feines aus, wenn man diese ELF-Knotenpunkte schützt. Jo, danke für den Tipp. Ab und zu kriegt man einen kleinen Tipp für Zusatzziele. So, irgendwelche Gespräche jetzt noch. Ich glaube, jetzt kommt unsere zweite Mission, unsere erste richtige Mission. Wir gucken nochmal die Ausrüstung. Nehmen wir mal die beiden Torpedos mit, die brauchen wir. Alles sonst drin. Alles drin. Dann kann's dann auch schon losgehen. Terror bei Lima 2. Aufgabe: Neo-Yuppies bei Lima 2 ausschalten. Funkanweisung von Anitop folgen. Taktischer Hinweis: Stony Fox und MyLink passen auf. Das ist gut zu wissen, dass die auf mich aufpassen. Wieder auf die Kugelmaus gewechselt. Stony Fox fährt ein Schiff von Typ Avenger. Ihr habt die Daten des nächsten Nachtpunkts bei Lima 2. Macht, dass ihr dahin kommt. Die reden mir immer ins Wort. Ich weiß nie, wann ich reden darf. Wir müssen zuerst dahin. Oder? Nee, wo waren das? Wo waren das? Teufel nochmal, zwei Terrorfreaks! Stoney und Mayday, ihr haltet euch zurück! Lasst da den war kleinen das. Muss mal kurz nochmal neu starten. Mission wiederholen. Ist ja ein 100% Gameplay und da gehören die Bonusmissionen mit dazu. Und für die erste Bonusmission oder die Bonusziele für das erste Bonusziel muss ich zu einem fast kaputten Frachter den retten. So, das könnte ich jetzt hier überspringen, würde mir aber Zeit kosten. So, glaub 2-3 Sekunden und die sind schon wichtig. Ihr habt die Daten des nächsten Nachtpunkts bei Lima 2. Macht, dass ihr dahin kommt. Ja, dürfte ich jetzt bitte. Danke. Ich jetzt auf dem richtigen Weg. Ich dürfte doch. Ja, da ist er. Da sehen wir ihn schon durchs Brackwasser. Da sehen wir auch die Schiffe, die ihn beschießen. Siehst du den Schrottfrachter, Jungchen? Wenn du die Piraten da wegkriegst, kann ich seine Ladung bergen. Der hat einiges zu bieten. Wo ist er? Hör auf ihn zu schießen. Mist, Maus. Mist, verfehlt. Nicht kaputt machen. Du bist noch am Leben. Hast du schon was abgekriegt? Ich krieg hier gerade auf die Fresse. Geh kaputt. Ich bin in seiner Zielerfassung. Weiß nicht, irgendwie fällt mir bei der ersten richtigen Mission immer mit dem Schießen ein bisschen sehr schwer. Oder mit dem Treffen überhaupt.
Bei den späteren Missionen funktionierte viel besser. Obwohl ich dann immer noch die gleiche Waffe habe. Jetzt versucht er mit Hochdruck den Karren, den Frachter kaputt zu hauen. Ja, ich komme nicht mit den Maus nachziehen nach. Wack and Willy, gut gemacht. Ich berge den Kram dann später. Na, haben wir ordentlich Schaden schon kassiert. Der ist auf jeden Fall gerettet. Haben natürlich jetzt keine Torpedos mehr. Haben wir leider verbraten. Den einen musste ich verbraten, den einen hätte ich gern eigentlich... Da hätte ich gern gehabt, dass der trifft. Das da ist der Lavaspalte, da dürfen wir nicht zu tief runter. Das ist ein bisschen heiß. Zu heiß für unser Schiff. Hey. Treffe doch mal zwei Terrorfreaks. Stoney und Mayday, ihr haltet euch zurück. Lasst den Kleinen da mal ran. Ich wollte ein bisschen von hinten. Mann, Skipper, und ich hätte so gerne mal mein Rohr durchgeputzt. Die haben nur eine bestimmte Reichweite, die Spacken. Deswegen mache ich die von hinten platt. Die Vendetta, die wir haben, beziehungsweise die Waffensysteme von Typ Vendetta, die haben die höchste Reichweite. 500 Meter, wir sind auf Distanz 370 rund. Sehen wir oben links. 390, 400 Meter entfernt ist das Schiff. Natürlich fällt so das Treffen ein bisschen schwerer. Ja, satt ins Zentrum! Weiter so, Willy Boy! Wie gesagt, natürlich ist das Treffen jetzt ein bisschen schwerer, dadurch, dass die einfach ein bisschen weiter weg sind. Obwohl es gerade ein bisschen geht. Man sieht wieder, wie das Schild sinkt links oben. Das ist der erste Balken, wo nur noch 5. Gibt es nur 5? Ne, sind nur noch 4. Durch das Bewegen sehe ich das nicht richtig. Jetzt sind es nur noch 3. Das blaue ist sein Energieschild. Da gibt es noch Energiewaffen, EMP-Waffen. Später. Hi Baby, das machst du schon gut. Nächste Woche lernst du dann, wie man mit der Gabel isst. Auf zum Nav-Punkt. Vielleicht findet ihr dann noch was für unseren Frischling. Er schießt sich langsam ein. Ja, da ist auch schon einer. Den treffen wir auch schon. Hey. Los jetzt, Quappenfurz! Mach Schrott aus dem Scout! Rückwärts, rückwärts. Bisschen Distanz wieder, damit er uns nicht angreift. Weil Panzerung können wir noch ganz gut gebrauchen. Okay, bei 300 Meter hat er kein Interesse mehr. Oder verliert er das Interesse, kann man ein bisschen mit der KI spielen. Die ist noch nicht so doll. Shit, Mann, du wirst zum Monster, Willy Boy. William, du feuerst wie ein alter Mann pinkelt. Das kannst du besser. Maul halt mir, Schwätzer. Seht euch beim nächsten Nachtpunkt um. Ich weiß nicht, wie alte Männer pinkeln. Ich bin kein alter Mann. Zeig, was du drauf hast. Das sind Killer. Erledige die Typen. Skipper, vielleicht sind das ein wenig viel Dreckärsche für den Kleinen. Lass den. Da muss er alleine durch. Ich weiß nicht. William ist so ein Süßer. Wir sollten ihm helfen. Die Gorgon ist meiner. Das schafft der Kleine nicht. Ich halte ihm mal das Händchen. Ja, mir juckt nicht nur mein Schussfinger. Ich brauche Action. Hey, ihr beiden Kindsköpfe, hab ich nicht! Ach, was soll's, ich gönn euch den Spaß. Hab gerade den Bomber in eurer Nähe gecheckt. Eine Menge Torpedos. Wer ihn auf Grund setzt, dem spendiere ich eine Runde davon.
Maus. Gut gemacht, Jungchen. Wir teilen uns den Harry später. Nette Beute. Jo. Ich zieh mich ein bisschen zurück. Weil jetzt können wir wieder von hinten machen. Hauptsache, ich hab den Bomber zerstört. Ich hab den Bomber zerstört und nicht die anderen. Das ist mich sehr wichtig. Weil das war auch, wie gesagt, eine Bonusmission, haben wir ja gehört. Wie viel Meter ist eigentlich weg? Wir haben zu viel. Wer hat uns dann Visier gerade? Ach, der hat... Sack. War's alle? Nein, da ist noch einer. Da ist er. Der hat keine Chance. Guter Job, Willy! Die Steaks sind gegrillt! Schluss jetzt, das reicht, Leute! Touch and go, Willy! Melde mich gleich zurück! Tschüssi! Viel Spaß mit deinen Frauen! Oder was du auch immer machst. So, jetzt könnte ich im Prinzip auf Escape drücken und auf Autopilot drücken und dann hätten wir die Mission geschafft. Aber wir fliegen mal Mai Ling hinterher, weil das schon relativ cool gemacht, dass denn auch wirklich die NPCs, die uns helfen, also unsere Kollegen hier, die schwimmen denn wirklich zurück zur Harvester. Das ist ja ein riesiges, offenes Areal, den man auch im Prinzip erkunden kann, muss man aber nicht. Beziehungsweise doch manchmal schon wegen Bonuszielen. Aber sonst, ja. Und Mai Ling hat ein besseres Boot als wir, deswegen kann sie da tief bei der Lava ranschwimmen. Obwohl die auch ordentlich Packung gekriegt hat. Hatten noch drei. Können wir uns mal ein bisschen die Harvest angucken. Die fliegt ja richtig rein, das ist ja geil. Ich mag ja so eine Details, muss ich ja sagen. Find's super cool. So, wieder auf die Lasermaus gewechselt. Ja. Der Schrottfrachter war am wichtigsten, da kriegen wir nämlich die Impactor, unsere Energiewaffe, um die Energieschilde lahmzulegen und überhaupt das Schiff lahmzulegen, weil es EMP. Dann kriegen wir eine Vendetta Sniper, Wasser. Also Buzzer sind kleine Bojen, mit denen wir Torpedos ablenken können. Eine Keramikpanzerung und ein paar Stanley-Torpedos. Und dann hier noch ein paar Treasure Shark und bla. Harvester, Frachter der Drake Enterprises. Ja, damit gehen wir erstmal wieder Gespräche abklappern. Woher kommst du? Was willst du? Ich... Das ist mein Schiff. Verzeihung, dass ich nicht ins Dekor passe. Oh, ich geh dann mal. Ja, du bist ein bisschen... Obwohl, so zur Müllanlage passt du doch. Nein, der unter Animals harte Schale versteckt sich ein kultivierter Kern. Weil so Wörter wie Dekor und so benutzt uns keiner. Nee, Fuzzy will nicht. Gut gemacht, Drake. Ich sehe in deinen Augen Tapferkeit, aber auch... Was? Rastlosigkeit. Sieh dich vor. Und was ist mit Stoney? Er ist verschwunden. Das Übliche. Wir können ihn nicht an die Leine legen. Je länger er weg ist, umso schlimmer Amitabs Moral predigt. Amitab hat eine Moral? Das wundert mich aber. Wundere dich nur. Das ist ein guter Anfang.
Ja, Wunder, Wunder gibt's immer wieder. Du bist schnell, Drake. Eine gezogene Waffe. Hä? Danke. Ohne Munition. Noch. Danke für das nette Gespräch mal wieder. Ja, Gott, immer dieser Wortwitz. Schönes Ding, schönes Kind. Wollte irgendeinen Witz machen, aber... Unser Fight hat Spaß gemacht, Kleiner. Niemand kann einfach zusehen, wie ein paar Spinner eine Station überfallen. Vergiss es. Bleib in meiner Nähe, ja? Wir beide sind ein gutes Team. Wieso? Wie meinst du das? Denk nach, Xiao Long. Du und ich. Das klingt gut. Das würde mir gefallen. Doofe Sprüche reisen, bla. Neue Funktion, die ich. Eine Funktion, die ich noch nicht kannte. Das finde ich awesome. Das war total nutzlos, aber. Warum nicht? Skipper, bist du zufrieden mit mir? Wait, hey, blow the man down! Du hast dir gerade einen weiteren erbärmlichen Tag deines Lebens erkauft, Willy. Hast es gemerkt, was? Schiffe der Atlantischen Föderation sind schnell. Zu schnell für ihre Manövrierfähigkeit. Danke, Skipper. Aber was ist mit Stoney? Ab und zu kriegt er einen Rappel. Seine Alleingänge enden immer im völligen Chaos. Der Junge ist mit dem Kopf zuerst auf diese Welt gekommen. Flutsch, rums, autsch. Was soll ich jetzt tun? Fazihet ist unser Auf- und Abräumkommando. Er räumt das Schlachtfeld auf und birgt, was noch brauchbar ist. Hände aus Gold. Geh und hol dir deinen Harry ab. Meinen was? Ach, deine Beute, Kindskopf. Ja, unseren Harry. Einer meiner neuen Lieblingsbegriffe. Statt Beute oder Loot nenne ich es Harry. Ah, Wack and Willy. Nicht schlecht geschlagen, Junge. Ja, ja, Überfälle werden immer häufiger. Was wollten die auf Lima 2? Ihren Spaß. Terrortouristen aus dem übersatten Neopolis. Sie brauchen den Kick. Als wir noch in Neopolis wohnten, gab es sowas nicht. Ach, Aqua wird älter, Drake. Und mit jedem Jahr hässlicher. Aber jetzt hör zu. Amitabh hat's gerne, wenn wir nicht alle Frachter, denen wir begegnen, kaputtballern. Wenn du sie nur mit einer EMP-Waffe lahmlegen kannst, kann ich raus und jede Menge Beute holen. Wir brauchen diese Ausrüstungen. Muni, Waffen, Credits. Das war übrigens ein Tipp für weitere Missionen, für Bonusziele. Und... Bei der Gespräche? Keine, nö. Stoney ist ja nicht da, der labert eh zu viel. Und es gibt immer noch keine Alternative? Wie lautet dein voller Name? William Drake. Ah, Drake. William Drake. Von den Neopolis Drakes? Ja, ja. Meine Mutter ist gestorben und... Halt dich an Amitabh, nicht an mich. Du wolltest was von mir, unfreundliches Arschloch. Du bist nicht so nett. Nett ist nicht nett. Immer gucken, ob da irgendwie ein Gespräch ist. Nö, keine Gespräche sonst. Dann halt Amitabh. Drake, das Leben meines Abenteurers ist hart und kostet Credits. Wir haben einen Notruf aufgefangen. Ich habe schlechte Erfahrungen gemacht mit Notrufen. Erfahrungen? Was weißt du schon von Erfahrungen, Süßwassersäufer? Weißt du, was Crawler sind? Es heißt, sie sind Menschenfresser, Piraten, Mörder. Mit einem Wort, Animal. Animal ist ein Crawler. Aber wir haben ihn fast gezähmt. Jetzt sind seine Kumpels in der Nähe und halten so ein Forscherweib eingekesselt, das unablässig SOS funkt. Aber wieso ausgerechnet eine Forscherin? Sie halten Forscher wie Sklaven, um ihre beschissene Technologie zu verbessern. Brackwasser. Mayday muss auch mal wieder raus Blut schnuppern.
Denk dran, jedes Schiff, das du nur lahmlegen kannst, wird von Fuzzy nachher ausgeräumt und bringt uns eine Menge Ausrüstung. Und dann? Na, wir hauen diese Makina-Forscherin da raus. Die steht für eine Menge Credits. Drake, Angelina und Mei Ling, ihr greift die Crawler an. Denk an die Vendetta-Sniper. Sie hat eine Reichweite von knapp 500 Metern. Wie jedes Vendetta-Geschütz, nur dass das Ding zoomen kann und so Art Headshots verteilen kann. Also, das Cockpit ist sozusagen der Kopf und wenn man mit der Sniper auf das Cockpit schießt, dann ist es ein Headshot und die sind tot. Funktioniert aber nicht bei schweren Schiffen. Hört ihr mich? Verdammt! Hier spricht Dr. Finch von der Taparabo. Holt mich hier raus. Dafür gibt's eine Menge Geld. Oh, wie ich das hasse. Niemand stiehlt mir ungestraft die Zeit. Und merkt euch, die Crawler benutzen eine Abart der Standard-Plasma-Waffen. Holt mich hier raus. Das ist ein SOS der Alpha-Klasse. Wer nicht hilft, kommt vors internationale Kriegsgericht. Ihr müsst mich und meinen Transporter hier rausschaffen. Ja, da kriegt man wirklich, wirklich Lust, dir zu helfen. Anstrengende Frau. So, sonst hier noch was. Ansonsten kann ich diese Aufnahme gleich beenden. Folge 2 habe ich ja schon, wie gesagt. Was ich euch noch ein bisschen zeigen kann, ist Ausrüstung, klar. Sniper. Also unsere normale Vendetta, genetischer Schaden 140 Watt, Megajoule, ist das Megajoule? Kann das sein? Nachladezeit 0,20 Sekunden, Schaden 200 Megajoule, EMP Schaden 0, also kinetischer Schaden ist so physischer Schaden, EMP ist Energieschaden, machen Plasmawaffen zum Beispiel oder Laserwaffen machen auch noch ein bisschen EMP Schaden. Nachladezeit 3 Sekunden. Snipergeschütz. Und dann halt noch die Impactor, den wir gekriegt haben durch die das Bonus-Ziel-Gedöns-Dings. Schaden 0 kinetischer, EMP-Schaden 62 Megajoule. Nachladezeit 0,30 Sekunden und Munitionsverbrauch 4 Energie-Shells. Ja, die verbraucht Energie. Die Energie kriegen wir durch Generatoren. Wie den hier, den Smart Block. Der macht alle jede Sekunde ein Energie irgendwie aufladen. Ja. Im Prinzip bräuchte ich hier nicht wirklich was machen, weil ich ja das schon fertig habe. Das ist unsere neue Keramikpanzerung. Kinetische Panzerung um 1000 Megajoule. Hoff mal, dass es Megajoule ist. Ist ja an sich auch egal. Ja, damit sage ich danke schön fürs Zusehen und viel Spaß mit der zweiten Folge. Ich wünsche euch Licht und bleibt natural. Tschüss.